Denken Sie darüber nach. Fast überall auf der Welt können Sie eine Tasse Kaffee trinken. Aber wie um alles in der Welt ist Kaffee bei uns Menschen so beliebt geworden. Und was braucht es, damit der Kaffee den ganzen Weg von der Bohne bis zum köstlichen Java in unseren Tassen zurücklegen kann? Nun, das ist Carla. Sie stammt aus einer brasilianischen Familie, der eine der erfolgreichsten Kaffeefarmen der Welt gehört. Sie wird uns auf der Farm herumführen und uns einen Blick hinter die Kulissen der Kaffeeproduktion gewähren. Übrigens, wissen Sie überhaupt, was Kaffee ist? Kaffee ist eine Frucht. Er wächst an mittelgroßen Sträuchern, die als Coffea-Pflanze bekannt sind, genau wie die, die Sie hier überall sehen können. Die Frucht selbst wird Kirsche genannt, weil sie rot ist. Carla gehört zu dem Team, das die Kirschen von Hand pflückt, da sie unterschiedlich schnell reifen. Sie geht mit einem großen handgefertigten Korb herum und pflückt jeden Tag bis zu 55 Pfund Kirschen. Wenn sie den ganzen Morgen Kirschen gepflückt hat, macht sie eine Pause, um etwas Süßes zu essen und ihre erste Tasse Kaffee des Tages zu genießen. Carla gehört wie ich und wahrscheinlich auch Sie zu den 1 Milliarde Menschen auf der Welt, die gerne Kaffee trinken. Das bedeutet, dass wir etwas gemeinsam haben. Ist das nicht schön? Carla trinkt ihren Kaffee auf einem schönen Balkon mit Blick auf die wunderschönen Berge von Minas Gerais, Minas Gerais. Eine der größten Kaffeeanbauregionen Brasiliens. Ihr Familienbetrieb arbeitet mit Arabica-Bohnen. Das sind die Bohnen, die in der Regel in ihrem örtlichen Kaffeespezialitätengeschäft verkauft werden. Sie sind von höherer Qualität und haben einen reicheren Geschmack als die Sorte Robusta. Arabica-Bohnen findet man normalerweise in Höhenlagen von 4000 Fuß. Um zu gedeihen, brauchen sie große Höhen und ein trockeneres Klima. Glücklicherweise bietet Carlas Farm alles, was Arabica-Bohnen für einen fantastischen, köstlichen Kaffee brauchen. Durch die Höhenlage erhält der Kaffee einen intensiveren Geschmack. Da der Sauerstoff in diesen Regionen knapper ist und die Coffea-Pflanzen länger brauchen, um zu wachsen und sich zu entwickeln. Als Kaffeeliebhaberin probiert Carla gerne jede Woche neue Kaffeesorten aus und kauft bei anderen Erzeugern in der ganzen Welt ein. In ihrer Speisekammer findet sich Kaffee aus Uganda, Äthiopien, Indonesien, Guatemala und auch aus anderen Regionen Brasiliens. Schließlich bringt jede Region Kaffee mit einem einzigartigen Geschmack hervor. Auch die Brühmethode hat Einfluss auf den Geschmack, aber dazu kommen wir später. Carlas Familie begann im 20. Jahrhundert mit der Verarbeitung von Kaffee. Warum klingt das so lange her? Wie auch immer, Kaffee selbst ist viel älter. Er wurde bereits im 15. Jahrhundert in Äthiopien entdeckt. Nachdem die Äthiopier begannen, ihn aufzubrühen und entdeckten, dass das Getränk energiespendende Eigenschaften hatte, begannen sie, die Ware an die Nachbarländer zu verkaufen. Es ist nicht bekannt, wer den Kaffee entdeckt hat, aber es gibt eine Legende, die besagt, dass es ein Ziegenhirte aus den Bergen war. Ihm fiel auf, dass die Ziegen rote Kirschen fraßen, die ihnen mehr Energie gaben, und er beschloss, es selbst zu versuchen. Erst um das 17. Jahrhundert herum gelangte der Kaffee durch den Handel holländischer Kaufleute nach Europa. Diese gründeten die ersten Kaffeehäuser in Europa. Sie waren in Amsterdam ansässig. Doch danach verbreitete sich die Kaffeekultur schnell in der gesamten westlichen Welt. Heute sind die Vereinigten Staaten der größte Kaffeekonsument der Welt. Allein in der Stadt New York werden täglich Millionen von Tassen Kaffee getrunken. Nun zurück zu Carlas Farm. Die nächste Stufe der Kaffeeproduktion ist notwendig, um die Bohnen aus den Kirschen zu lösen. Die Erzeuger müssen dies tun, ohne den Geschmack des Kaffees zu beeinträchtigen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Die eine ist das sogenannte Waschen, das Carla durchführt, und die andere ist ein sogenannter natürlicher Prozess. Nachdem sie die Kirschen gepflückt hat, wäscht Carla die Bohnen so, wie ihr Urgroßvater es ihr beigebracht hat. Zuerst gibt sie die Kirschen in eine Nassmühle. Diese Maschine trennt die Samen, also die Kaffeebohnen, von der Frucht. Wasser ist ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses, da es hilft, die guten von den schlechten Bohnen aufgrund ihrer Dichte zu trennen. Reife Bohnen sind schwerer und sinken daher zu Boden. Eine gewaschene Kaffeebohne behält alle ursprünglichen Eigenschaften der Kaffeebohne und bietet ein intensiveres Mundgefühl. Dann müssen die Bohnen ein oder zwei Tage lang fermentiert werden. Ähnlich wie bei Käse oder Schokolade ist dies der Moment, in dem der Kaffee seinen reichen und komplexen Geschmack erhält. In einigen Betrieben werden die Kaffeebohnen über 30 Tage lang fermentiert. Das nennt man einen natürlichen Prozess. Wenn Sie sich für einen Kaffee entscheiden, der diesen Prozess durchlaufen hat, können Sie sich auf einen sehr fermentierten, fast käsigen Geschmack gefasst machen. Aber nicht auf eine schlechte Art, das schwöre ich.
Erinnern Sie sich noch daran, dass wir gesagt haben, dass die besten Kaffeefarmen in einem trockenen Klima liegen? Das liegt daran, dass Carla mehrere Tonnen Kaffee an der frischen Luft trocknen lassen muss, bevor sie den Prozess fortsetzt. Und nein, die Bohnen sind noch nicht zum Verzehr geeignet. Sie müssen 3 Wochen lang trocknen. Und Carla wird sie regelmäßig haken, damit alle Bohnen gleichmäßig trocknen können. Schließlich kommen die Bohnen in die Röstung. Hier wird der Kaffee gekocht. Oder sollte ich sagen, gebacken. Wenn Sie einen Coffeeshop betreten, sehen Sie, dass die Kaffeebohnen braun sind, richtig? Aber das ist nicht ihre ursprüngliche Farbe. Kaffeebohnen sind normalerweise grünlich und werden erst beim Rösten braun. Man kann mit Sicherheit sagen, dass das Rösten von Kaffee eine Wissenschaft ist, bei der Präzision gefragt ist. Die Bohnen werden bei extrem hohen Temperaturen von 356 Grad Fahrenheit bis 482 Grad Fahrenheit gebrannt, sodass die Röster sehr vorsichtig sein müssen, um nicht zu viel zu rösten und ganze Partien von Kaffee zu verbrennen. Da ein Pfund roher Spezialitätenkaffee bis zu $20 kosten kann, gibt es beim Rösten nicht viel Spielraum für Fehler. Wenn Sie das nächste Mal einen hellen Röstkaffee sehen, denken Sie daran, dass dieser Prozess Spuren von Süße und blumigen Noten hervorhebt, während eine dunkle Röstung ihm einen schokoladigen Touch verleiht. In einigen Ländern werden die Kaffeebohnen absichtlich zu stark geröstet. Dies ist jedoch eine kulturelle Option. Die Italiener lieben extrem dunkle Röstungen, sodass man in den örtlichen Cafés oft einen fast verbrannten Espresso schmeckt. Aber hey, es war die Liebe der Italiener zu starkem Kaffee, die der Welt die Mokakanne bescherte. Die Mokakanne wurde um 1933 erfunden und ist eine Art Mini-Espresso-Maschine. Es handelt sich dabei um eine Hausmethode, mit der Sie ein Getränk zubereiten können, das dem Espresso ähnelt, aber eine verwässerte Version davon ist. Nicht alle Kaffeeproduzenten rösten ihren eigenen Kaffee. Viele Farmen verkaufen ihre grünen Bohnen an Röstereien in aller Welt. Und vielleicht ist Ihr Lieblingscafé vor Ort auch eine Kaffeerösterei, sodass Sie immer frisch gerösteten Kaffee bekommen. Hier bei Carlas wird selbst geröstet. Um herauszufinden, welche Röstungen Sie verkaufen werden, führen Sie ein sogenanntes Cupping durch. Dabei werden gemahlene Bohnen in Wasser getaucht und professionelle Verkoster bewerten den Geschmack, das Aroma und das Mundgefühl des Kaffees, um seine Qualität zu bestimmen. Der Haken an der Sache ist, dass Sie diesen Kaffee nicht wirklich trinken. Sie lassen ihn einfach im Mund und spucken ihn in eine andere Tasse. Okay, da du jetzt ein Kaffee-Experte bist, lass uns eine ernsthafte Verkostung durchführen. Zuerst müssen wir die Flüssigkeit in die Tasse gießen. Wie können wir das tun? Wir können verschiedene Brühmethoden ausprobieren. Für kräftige Aromen, aber weniger Bitterkeit können Sie die Übergießmethode ausprobieren. Wenn Ihnen die natürliche Bitterkeit nichts ausmacht, können Sie einige Druckmethoden ausprobieren. Zum Beispiel die Espresso-Maschine, die Aeropress oder sogar den Mokapot. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die Ihren Kaffee gerne kalt trinken, wie wäre es dann mit einem Cold Brew? Das kommt ganz auf den Geschmack an, den Sie suchen. Das war's. Unsere Kaffeetour ist zu Ende. Aber hey, wenn Sie das nächste Mal denken, dass $5 oder $6 für eine Tasse Spezialitäten-Espresso zu viel sind, denken Sie daran, wie lange der gesamte Prozess dauert und wie viele Menschen daran beteiligt sind, dieses winzige bisschen Flüssigkeit in Ihre Tasse zu bringen.